Man da irgendwie runter. Glück gehabt. So. Munitionskisten, Gesundheit. Okay. Ein Hochseefischerboot. Was? Überall diese Piraten. So. Was ist dein Problem? Kontraband. Who do I trust? Me? Cornelius braucht Hilfe auf einem modifizierten Sportfischerboot, das zu Black Sands soll und Waffen abliefern soll und zurücksichern soll. Er fürchtet Piraten im Black Sands. Okay. Gut, eine Lieferung sollen wir ausmachen. Dann machen wir das. Schmuggeln. Okay, sind das Minen? Fahren wir besser nicht rein. Okay, Kanone am besten in der Hand. Wer weiß, ne? Piraten. Ein Hochseefischerboot. Boah, die Angeln hinken, die wackeln mit. So. Also Piraten sehe ich noch nicht. Gucken wir mal hier, Black Sands. Ah, so ein Nachos-Öltanker. Oder eigentlich ja Casino-Tanker. Wenn man so will. So. Schmuggler ist hier. Okay. Cornelius! I kill you! Fuck you, man! Come on! Come to me! Come on! Diese scheiß Piraten. Okay, und jetzt? Okay, ja, rufen wir mal ein exotisches Boot. Ich würde ja sagen, jetzt ist mal Zeit fürs Attack Boat. Weil dann ballert der Partner auch mal an der Kanone. Ist auch mal ganz sinnvoll. Ganz schön heftiges Ding da vorne drauf. So, ich glaube, der soll das gleich zerstören, ne? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, wir sollen das nicht zerstören. Und da vorne sehe ich Gegner. Wo? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Schiff? Also, ob wir es ändern können. Na. Fette Schiffe, ey. Ah, das folgt uns. Oh, cool. Hol ich mir das Teil einfach mal. Ob wir das entern können. Können wir. Ast rein. Okay, das andere Schiff haut ab. Schnell hinterher.
Scheiße, keine Ammo mehr. Okay, 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 das ist schlecht. Wo will das andere Schiff hin? Wohin? Okay. Okay. Das Ding war fast im Arsch, dieses Kriegsschiff. Oh! Okay, die wollen das Boot wahrscheinlich lernen, ne? Na, das verhindern wir mal. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Keine Ammo. Na. Aber. So kann man es auch machen. Wenn man keine Munition hat, dann muss man sich halt anders behelfen. Okay. Ach, guck mal an, da ist aber noch eine. Können wir die mitnehmen? So. Oh, geil. Hier können wir also mal ordentlich Munition tanken. So. Gesundheit auch nicht schlecht. Da ist gut. Alles auffüllen. Das ist sehr gut. So, alles gleich auffüllen, ey. So. Ist noch dieses andere Piratenschiff? Das könnte man ja so mal nebenbei zerstören. Mann, das Ding ist fast im Arsch. Dann bringen wir das Ding zurück. Waffenlieferung, ey. Aber cool, jetzt haben wir voll viel Bazooka-Muni. Aber, boah. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Wir haben fast noch null Gesundheit. Okay, keiner mehr, der das Boot abballert. The Navy has survived the Devil's Key. Okay, was stand da? Die Navy? Ach du Kacke, was sind denn da für Schiffe? Okay, okay. Kacke, sind Minen. Okay, das machen wir da. Die Navy, ey. Ich will da nicht so reinplatzen. Die Navy, die ballert uns doch direkt ab. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Ach, genau. Ich weiß noch, wie ich das damals gemacht habe. Dazu hatten wir ja die Bazooka da rumliegen. Wir landen erstmal wieder hinten. So. Und dann nutzen wir den Trick, den wir damals genutzt haben. Oh Mann. Na, ja, die Mission hat mir damals sehr viel Arbeit bereitet. Aber mittlerweile geht's eigentlich. Wenn man den Trick kennt, wenn man die Bazooka mitgenommen hat, Munition dafür genommen hat, dann geht man jetzt hier hoch auf diesen Aussichtspunkt. Ja, und da unten ist die Navy. So, die muss weg. Die muss weg. So, ballern wir nochmal drauf. Fregatte ist gesunken. Devil's Key kann nun erreicht werden. So. Ist aber auch so ein fettes Schiff, ne? Fregatte. So, wo ist unser Schiff? Ist das noch da? Wenn nicht, wäre schlecht. So. Wieder rin. Jetzt bringen wir das Teil dahin.
Fregatte. Ein altes Holzschiff. Oder einfach nur eine Sandbank. Okay, hier war mal eine Fregatte. Da liegen Kisten. Ah, Panzerung. Jo, jetzt ist das Schiff wieder heile. Ist ja lustig. So, da ist die Lieferung. Oh Mann. Ich will dafür was sehen. Ja, das war auch nicht gerade easy. Fast ein paar Mal verreckt. Ein paar Schiffe fast zerstört. Kein Geld. Ja, so ist das im Leben. Hergekommen für so einen Pimmeljob. Aber Bazooka-Munition haben wir bekommen, woher auch immer. So erstmal, ja. Wir haben unsere ganze Muni wieder, das ist cool. Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt hier ab. Und hier ist ja nichts mehr los, ne? At Devil's Cave? Nö. Fahren wir jetzt hier zu. Black Sands, oder wie das heißt. So. Da sind Rennen, da sind Leute, die unsere Hilfe brauchen. Also los. Piraten. Ich kämpfe nicht gegen Piraten, ey. Da sind immer so kleine Gangs, die ein bisschen Geld bei sich haben. So, obwohl so ein AK-Upgrade wäre auch schon gut. Ne, mit Schrot-Ding da dran. Gucken wir mal. So. Oh, Grafikfehler oder was? Lustig. Meeresboden, ne? Ist ein komischer Meeresboden. So. Ist die Bootsteuerung voll falsch umgesetzt? Oder nicht? Denke ich gerade falsch. Ist doch nicht falsch, oder? Ist doch nicht umgekehrt sein. Wenn es nach rechts ist, nach links oder nicht? Naja. So. Was für Probleme haben die Leute hier? Gucken wir mal. Scheiße, die auch wie Piraten oder so. Lass mal wieder die My Little Friend in die Hand nehmen. Also, jetzt Tonys, ne? So, was hat der für ein Problem? Gangland, you know we aren't the only Dopers on the block, okay? Dope, hey, Dopers or Dopers? Ich mein Dopers. Hey, fuck you, old man. You better be giving me all your money or I'll be fucking you up like my bitch. Yo, I'm a 16th Street Crip, motherfucker. What you say? You fuck a 16-year-old cripple bitch? Hey, I don't need that shit in my life, okay? You pieces of shit got one choice. You leave these guests alone or you die, okay? No womb, no man, you fucking die. Hey, look what we have here. Hey, shouldn't you be building a raft for your mama? Get the fuck out before you get hurt, little man. Okay. Come on, you pussy! Attack the man! Was? Ready! 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 Something for you, man! Was ist denn hier los? Was war das denn? Mein Gott. Lauter Fucker hier auf den Inseln nur, ey. Hey. Komische Inselbewohner hier. Wie viele sind das denn, ey? Meine Güte. Oh, Norbala. Ich glaube, das war er selbst. Oh, Entschuldigung. Oh,
Was ist denn hier los? Komm weg. So. Ein bisschen aufräumen da hinten, ne? So, Drogen, Geld, alles her. Wir haben schon wieder ein Viertel Kilo beisammen. So, da kommt wieder einer, der gerne filetiert werden möchte. Mann, haben wir einen Gangdruck, ey. Wage-Meter ist auch schon wieder voll. Was ist denn hier los, ey? Ich habe euch nichts getan. Okay, den Gangleader. Der hat wahrscheinlich eine heftige Waffe. So, zwei sind tot. Was hat der? Okay, was war das? Was hatte der für eine Waffe da oben, ey? So mit einem MG auf dem Dach oder was? Noch mehr? Mann, ey. Hauptsache, die stehen natürlich auch alle um mich rum, wenn ich hier, wenn die kommen, ne? Alter Vater, ey. Oh, Mann. So, jetzt erstmal hier gucken, was sie alle so liegen gelassen haben. Meine Güte. So, ich möchte aufs Dach, die hatten heftige Waffen, ey. Was will der jetzt da? Mal gucken. Ich will aufs Dach. Da liegen gute Waffen. Tatsächlich, der hatte hier einen MG rumhängen. Joa. Ist ein ganz nettes Gewehr. Das ist also dieses Rantantan-Gewehr. So, ich meine, das kann man sich auch noch irgendwann kaufen, so. Als Handfeuerwaffe, meine ich. So, was willst du jetzt hier? Baggage check. Come on, man, that's not gonna work. You can't do it that way, I'm telling you. You know what man should pick up sheiks in this country. Okay. How to manage the problem with some of its wars. Okay, ein paar Huren machen Probleme. Scheint so, als manche Transvestiten sind und das Business ruinieren. Okay. Okay, wir sollen sie zusammenhauen. Nicht töten. Nur, welche sind jetzt die Transvestiten? Das ist die Frage. Gucken wir uns das mal an, ne? Okay, ich würde sagen, die mit Bart. Die sieht ja schon ziemlich danach aus. Da ist ein Transvestit. So. Der habe ich schon auf den ersten Blick gesehen, dass es ein Kerl ist. Das war kein... Das war doch ein Kerl, oder nicht? Okay. Hm. Achso, der hat aber ein ziemliches Männergesicht. Okay, dann müssen wir das ein bisschen genauer hingucken. Okay. Oh nö, ne? Warum bewegt sich der Ladebalg nicht?
Das ist jetzt ein Scherz. Das ist ein dicker, fetter Scherz. Ja, Leute, ich glaube, es sieht so aus, als hätte sich die PlayStation aufgehangen. Ja. Jetzt ist, glaube ich, die Aufnahme gezwungenermaßen vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Weil ich glaube, ne? Hier passiert jetzt nichts mehr. Ihr seht da unten die Balken. So ein Scheiß. Ich kann ja mal gucken. CD raus und rein, ne? Aber meistens nützt das nichts. So. Ja, das ist das Tolle. Abgeschissen. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, nach den Rennen habe ich gar nicht mehr gespeichert, ne? Fuck, alles nochmal. Ja, Leute, ich werde bis hierhin wahrscheinlich wieder offscreen spielen müssen. Hey, ja, hey, wir sehen uns dann wieder, ne? Also, bis dann, würde ich sagen. Ja, das war der Schokobomber. Wir sehen uns beim nächsten Mal.